Meine Damen, meine Herren, liebe Indra, ich werde jetzt etwas völlig anderes erzählen oder das Capriccio weiterführen sozusagen. Und zwar über ein Projekt, das wir hier an der Fakultät gemeinsam mit den Juristen haben. Es handelt sich um das Castell-Projekt. Ich habe hier mal ein Wortspiel gewagt, Informationssicherheit Recht machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass man das, glaube ich, nur in Süddeutschland versteht als Wortspiel. Es ist so, wir haben viele aktuelle Bedrohungen. Der Staat selber glaubt, dass wir unsere Rechner nicht sicher kriegen. Deshalb sprechen wir von Staatstrojanern. Die Informationssicherheitsfirmen wie RSA kriegen selber ihre Tokens nicht sicher. Inzwischen haben wir Malware gesehen in der Steuerung von, in der Steuerungszentrale zumindest, von Drohnen. Das heißt, wir haben jetzt Cyber-Physical Malware und ich denke, mit noch am bekanntesten ist der Stuxnet-Virus, der tatsächlich gezeigt hat, wie bedroht eigentlich auch eben unsere Industrie ist und dass Malware nicht mehr das ist, worüber man sich ärgert, dass man den Rechner neu starten muss, sondern eine echte Bedrohung. Und so haben wir in diesem Projekt nachgedacht darüber, warum eigentlich Dinge schiefgehen. Und wir haben eine ganz lange Liste gehabt, die jetzt aber wahrscheinlich zu lange wäre. Wir konzentrieren uns im Projekt auf zwei Dinge. Es gibt keine durchgängige Sicherheitsentwicklung und vor allen Dingen, es gibt keine gemeinsame Sprache der Protagonisten, die an der Entwicklung sicherer Systeme beteiligt sind. Eine kurze Anekdote, wie ich das selber erlebt habe. Im Bereich fälschungssichere Medikamentenverpackungen hatten wir eine gemeinsame Unternehmung mit einem Digitaldrucker, die schafften es, Blister wirklich individuell zu bedrucken, sodass wir dort kryptografische Merkmale aufbringen konnten, die es eben Fälschern erschweren, Medikamentenverpackungen zu fälschen. Zu uns kamen die Experten. Wir haben, das sei mal symbolisch, so ein Entwicklungsprozess, diese Kästchen da. Wir haben am Anfang eine Sicherheitsberatung gemacht. Wir haben verschiedene Fälle durchdacht und wir haben das übergeben in Form einer PowerPoint-Präsentation. Dann ging die Entwicklung weiter. Wir waren da ein bisschen außen vor. Wir wussten nicht so recht, was die Firma da tut. Es gab auch keine abschließende Analyse, aber wir wissen, dass das auf der Interpack-Messe als Innovation präsentiert wurde. Das heißt, was ich dort eben erlebt hatte, war, wir hatten keine gemeinsame Sprache in diesem Projekt. Wir hatten so eine Schnittstelle, was ich sage jetzt mal oberflächliche PowerPoint-Folien waren, und es gab insbesondere keine durchgängige Entwicklung. Wir waren tatsächlich nur am Anfang Ideengeber. Und was es von den Ideen tatsächlich hinterher ins Produkt geschafft hat, wissen wir gar nicht so genau. Dann haben wir am KIT Leute zusammengesucht, die die verschiedensten ja, Expertisen haben. Ich habe mal Themen in den Mund gelegt. Und eben auch Indra und inzwischen auch Oliver vom ZAR. Und wollten gemeinsam etwas dagegen tun, dass wir nicht eine gemeinsame Sprache haben, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Ich bringe mal ein Beispiel. Kryptographie zum Beispiel garantiert Sicherheit, wenn der Programmcode tatsächlich fehlerfrei ist. Andererseits kümmert sich das Software Engineering um wirklich gute Codequalität. Leider sind die Fehler, die das Software Engineering vermeidet, nicht unbedingt dieselben Fehler, die die Sicherheit kosten. Und dort gibt es noch nicht mal so ein gemeinsames Verständnis, welche Fehler jetzt überhaupt mal vorrangig vermieden werden müssen. Und was steht über Sicherheit überhaupt in der Spezifikation der Software-Ingenieure? Da gibt es im Moment keine gemeinsame Sprache. Aber auch in der Theorie ist das ein bisschen so. Das heißt, die Kryptographie, ich sagte es schon, garantiert Sicherheit in einer idealen Weise, wenn die Software sozusagen ideal fehlerfrei ist. Und die Verifikation beweist ja mathematisch die Korrektheit der Software. Allerdings ist nicht so klar,
ob die Spezifikationen überhaupt vollständig sind, in dem Sinne, dass aus dieser Spezifikation schon die Sicherheit folgt. Man kann sich einfach mal überlegen, was würde man denn bei einem Betriebssystem verifiziert werden, bei den Betriebssystemen, die beispielsweise im Verisoft-Projekt verifiziert wurden, was wurde da gezeigt, inwieweit folgt daraus überhaupt irgendetwas für die Sicherheit. Und insofern bleibt wieder offen, ob das, was sozusagen die Wissenschaft der Verifikation vorrangig tut, überhaupt mit dem zusammengreift, was andere Leute in der IT-Sicherheit machen. Security liest man im Buch, im Lehrbuch, ist eben Confidentiality, Geheimhaltung, Integrity, die Unverändertheit von Nachrichten beispielsweise und Availability. Und dann kann man beispielsweise feststellen, dass die Kryptografen, wenn sie etwas als sicher bezeichnen, diese Availability normalerweise nicht mitmodellieren. Weiter kann man sich überlegen, dass diese Begriffe aus einer Welt stammen, wo man einfach Nachrichten kommuniziert hat, aber nicht aus einer Welt, wo man komplexere Funktionen hatte. Beispielsweise ist völlig unklar, was CIA, also Confidentiality, Integrity and Availability, bedeutet für beispielsweise datenschutzkonforme Überwachung oder datenschutzkonforme Verarbeitung von Daten oder was bedeutet das einfach fürs Cloud Computing. Wir haben halt festgestellt, dass es in unserer Gruppe unheimlich viele Begriffe gibt, Sprachverwirrung und daher jetzt das Castell-Projekt. Und wir haben vorhin schon gesehen, dieses Wörterbuch zwischen Recht und Technik und tatsächlich, ich habe da Folien übernommen, damit sie authentische Castell-Folien sind. Tatsächlich ist es etwas kleingedruckt, aber bemühen wir uns um Gegenbegriffe von Recht und Technik. Gegenbegriffe von Recht und Technik. Wir versuchen tatsächlich, dass unser Verständnis für Geheimhaltung, unser Verständnis für Datenschutz, unser Verständnis für Anonymisierungsmethoden übereinstimmt. In Informatik eben und in Recht. Ja, da haben wir einiges gemacht. Da gibt es einige Begriffe. Das ist aber gar nicht, was ich heute erzählen wollte. Ich wollte heute etwas anderes erzählen, um vielleicht nachher eine Diskussion anzuregen, und zwar Anonymität und Verantwortlichkeit am Beispiel digitalen Geldes. Und das Ganze mit einem kleinen Ausblick auf die Wunder der Kryptographie, denn ich persönlich bin der Meinung, also wenn Sie bisher nur Verschlüsselung kannten, hoffe ich, dass ich Ihnen was Tolles zeigen kann. Ich bin der Meinung, Kryptographie ist wie Magie. Verschlüsseln ist eigentlich nicht, was ich jetzt unbedingt als ein Wunder empfinden würde. Es ist ein Umstellen und Verwirren auf Basis beispielsweise eines geheimen Schlüssels. Aber die Frage, die man sich stellen kann im offenen Internet ist, wie kommt heutzutage eigentlich der zum Verschlüsseln verwendete Schlüssel von A nach B? Und eine wirklich erstaunliche Errungenschaft ist, dass die Herrschaften Rives, Charmy und Edelman das RSA-Verfahren erfunden haben, mit dem es möglich ist, ohne sich vorher je getroffen zu haben, ein gemeinsames Geheimnis zu bekommen oder geheime Nachrichten auszutauschen. Und weil wir hier ein gemischtes Publikum haben, habe ich eine gemischte Folie. Oben eine Art mechanisches Analog und unten, wie man es sozusagen mathematisch machen würde. Die Verschlüsselung beim RSA-Verfahren ist etwas, was jeder tun kann. Dafür gibt es einen öffentlichen Schlüssel. Wir stellen uns das ein bisschen vor wie ein Briefkasten, der irgendwo öffentlich hängt und da kann jeder was reinschmeißen und dann ist es unzugänglich. In Wirklichkeit ist es eine mathematische Operation, die eine Einwegfunktion ist, das heißt leicht auszuwerten, aber sehr, sehr schwer zu invertieren. Der den Schlüssel zum Briefkasten hat, kommt an diese Briefe ran. Für den ist die Kiste nicht verschlossen. Und genauso hat diese Einwegfunktion ein kleines Hintertürchen, eine sogenannte Trapdoor. Und wenn man dieses Klein-D kennt, kann man tatsächlich wieder
die ursprüngliche Nachricht zurückgewinnen. Und das war ein Hammer, weil nach 3.000-4.000 Jahren Geschichte der Kryptographie auf einmal eine völlig neue Anwendung möglich wurde, nämlich digitale Signaturen. Dazu stellen wir uns vor, wir nehmen jetzt so eine Kiste, die ein Sichtfenster hat. Wir können da reingucken, es ist wie ein Tresor mit einem Sichtfenster, aber der geheime Schlüssel, den hat sozusagen nur der Eigentümer des Tresors. Jetzt kann er da ein Dokument hineinlegen und abschließen. Jeder kann vorbeikommen und gucken und weiß ganz genau, das Dokument, das da drinnen liegt, das kann nur der da reingelegt haben, der den Schlüssel hat. Es ist nicht bei allen digitalen Signaturverfahren so, aber hier ist es so, dass man sich das tatsächlich so vorstellen kann, als ob man die Nachricht, die es zu signieren gilt, entschlüsselt. Und dann kann jeder mit dem öffentlichen Schlüssel wieder verschlüsseln und gucken, ob wieder die Nachricht rauskommt. Und wenn ja, dann war es korrekt digital signiert. Aber man kann noch einen draufsetzen, und das werden wir brauchen, wenn wir gleich zum digitalen Geld kommen. Man kann blind signieren. Man stelle sich das so vor. Wir nehmen einen Vertragstext beispielsweise, schieben den in einen Umschlag, dann Durchschlagpapier in den gleichen Umschlag, schließen den Umschlag und geben ihm dem Signierer. Der Signierer signiert auf dem Umschlag, aber es drückt sich durch das Durchschlagpapier auf den Vertrag und so kann man, wenn man den Brief zurückgekriegt hat, tatsächlich den Vertrag entnehmen und er ist signiert. Und der signiert hat, kennt den Vertrag nicht. Wie ein Wunder, aber es geht. Die Sache ist die, wir nehmen die Nachricht M, multiplizieren verschlüsselten Zufall dran, dann, das maskiert das Dokument völlig. Wir multiplizieren verschlüsselten Zufall dran, erkennt keiner mehr. Jetzt, wenn jemand signiert, nimmt er es ja hoch dieses D, hoch diese Trapdoor. Und dann bedeutet es, er entschlüsselt den Zufall R und signiert das Dokument. Das heißt, wir kriegen das zurück, wir dividieren R ab, das kennen wir, das haben wir ja selber gewählt, und haben M hoch D, haben eine Signatur von M, ohne dass der es signiert hat, überhaupt weiß, was er da signiert hat. Damit sind wir schon sehr nah bei anonymem digitalen Geld. Um die Anonymität noch eins weiter zu treiben, brauchen wir vielleicht auch noch einen anonymen Kanal. Wir würden also gerne anonym kommunizieren. Dazu erzählt man in der Kryptographie gerne eine Geschichte. Die Geschichte, dass eine Menge von Kryptographen dinierend zusammensaß und als also der Nachtisch gegessen und so ein bisschen Gemütlichkeit eingekehrt war und man vielleicht auch nach Hause wollte langsam, fragte man also nach der Rechnung und der Kellner sagte, die Rechnung, meine Herren, ist schon bezahlt. Da war den Kryptographen völlig klar, entweder sitzt unter ihnen ein anonymer Spender, der unbedingt anonym bleiben will, der halt die Rechnung jetzt bezahlt hat, oder die NSA weiß, dass wir hier sind. Ja, ich meine, logisch. So ist die Geschichte tatsächlich als Motivation erzählt worden. Was wir eigentlich haben wollen, ist, einer hat eine Botschaft, nämlich ob er bezahlt hat oder nicht. Und wir wollen jetzt gern herauskriegen, ob der Spender unter den Gästen am Tisch ist oder nicht, ohne dass mehr gelernt wird. Also auf keinen Fall darf gelernt werden, wer der Spender ist. Jeder, jetzt erstmal hier der Fred, macht einen Schlüsselaustausch mit jedem anderen. Ja? Dadurch sammeln wir viele Schlüssel, wir haben also mit jedem anderen einen Schlüssel und wir summieren die auf mit XOR. Dann gilt,
die Summe aller Summen, die jeder hier hat, die Summe aller Zahlen ist 0. Warum? Jeder Schlüssel kommt zweimal vor. Bei dem Paar, das den Schlüsselaustausch gemacht hat, auf beiden Seiten, Sender, Empfänger. Das heißt, jeder Schlüssel kommt zweimal vor. Modulo 2, hebt sich alles weg, 0. Der jetzt aber bezahlt hat, ja, der ersetzt seine Zahl durch eine andere völlig zufällige. Dann ist die Summe nicht mehr 0. Die Zahlen werden nun von jedem offengelegt. Jeder sagt, was er da zusammensummiert hat. Jede Zahl für sich ist völlig zufällig. Aber das XOR über alle Zahlen wieder verrät, ob es 0 ist, niemand hat gezahlt, die NSA weiß Bescheid, oder ob etwas anderes als 0 rauskommt, was bedeutet, irgendjemand hat eine Botschaft gesendet, hat nämlich seine Zahl, die er eigentlich rausgekriegt hat, ersetzt durch eine andere zufällige Zahl. Und das Tolle ist tatsächlich, egal wie viele wir korrumpieren, und die gucken ganz genau auf die Zahlen, die sie kriegen, sie werden es trotzdem nicht lernen, wer von den verbleibenden Ehrlichen der edle Spender ist, falls es so einen gibt. Gut, jetzt können wir Dinge signieren, ohne zu wissen, was wir signieren. Wir können Nachrichten anonym verschicken, denn das kann man natürlich nicht nur mit einem Bit machen, sondern auch mit mehr. Und jetzt nähern wir uns dem anonymen digitalen Geld. Und da erstmal eine Motivation. Warum wollen wir anonymes digitales Geld haben? Weil Kreditkarten nicht gut tun. Ein Grund ist, man weiß ständig, wo wir was bezahlen. Das heißt, die typische Überwachung, was wir alles tun, spielt da wieder eine Rolle. Aber etwas anderes hat mich jüngst auch erschreckt. Visa und Mastercard weigern sich, bestimmte Dinge zu bezahlen. Also wenn man beispielsweise, inzwischen soll das wieder gehen, eine Spende an WikiLeaks geben will, dann geht das eben nicht mit der Kreditkarte. Und wenn wir sozusagen, wie es immer mal wieder in den Medien steht, unser Bargeld abschaffen, dann hätten wir das Problem, dass wir bestimmte Dinge eventuell uns gar nicht mehr leisten können. Das gilt auch für Anonymisierer. Im Moment ist nämlich in den Medien gewesen, dass Anonymisierungsservices nicht mit Visa oder Mastercard bezahlt werden können. Wir brauchen Bargeld als ein Freiheitsinstrument. Wir haben aber das Internet. Wir würden gerne sowas wie Bargeld im Internet haben. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen mit Verschlüsselung, blindem Signieren zusammenzubauen. Also, Geld im Weiteren, digitales Geld, ist für uns ein von der Bank digital signiertes Dokument. Ja, das ist eine Signatur, die kann jeder prüfen, dann ist das auch was wert. Durch eine blinde Signatur, wie erzählt, weiß die Bank nicht, wem sie welchen Geldschein signiert hat. Das heißt, das ist tatsächlich anonymes Geld. Sie gehen zur Bank, lassen sich den Geldschein anonym signieren, also blind signieren, und dann können Sie ihn später woanders ausgeben und die Bank kann ihn nicht wiedererkennen. Aber wie stellt man sicher, dass jeder Geldschein nur einmal ausgegeben wird? Jetzt habe ich da so einen anonymen Geldschein, das ist im Wesentlichen eine Zahl. Das ist etwas, was ich per Copy-Paste, zack, 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 zack. Ja, da gehe ich doch bestimmt mehrfach einkaufen. Dazu muss man kurz sich angucken, wie beim digitalen Geld so ein Geldschein tatsächlich aussieht. Denn der sieht so aus, das wäre jetzt einer von mir. Diese schwarzen Kisten sind eine Überverschlüsselung. Das heißt, was da drinnen ist, ist nochmal überverschlüsselt. Und was ist in den schwarzen Kisten? Es ist jeweils mein Name verschlüsselt mit einem Schlüssel, beispielsweise K1, K2, K3 und so weiter. Und in den anderen Kisten sind die entsprechenden Schlüssel. Ja? Im Moment kann ich das jedem zeigen, macht überhaupt nichts, weil alles verschlüsselt ist. Ja? Wenn ich jetzt bezahle, läuft ein interaktives Protokoll. Das heißt, der Händler sagt, hier die schwarzen Rahmen, also sprich Überverschlüsselung, die will ich weghaben. Er darf sich in jeder Zeile
links oder rechts zufällig aussuchen, was er sehen will. Das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Das heißt, der Geldschein verändert sich etwas. Ich entschlüssele so ein bisschen was und gebe dann den Geldschein dem Händler. Und ich entschlüssele, was der Händler haben will. Das bestimme ich nicht selber, das bestimmt der Händler. Wenn ich jetzt mit meinem Geldschein noch ein zweites Mal einkaufen ginge, würde der Händler vielleicht was anderes verlangen. Ja, der andere Händler verlangt was anderes. Dieser Händler sagt, das will ich sehen, der andere Händler sagt, das will ich sehen. Und jetzt sind zwei Geldscheine von mir im Umlauf auf einmal, wo ich unterschiedliche Dinge entschlüsselt habe. Und dann kann es eben sein, und ist sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass ich einmal einen Schlüssel entschlüsselt habe und einmal den entsprechend verschlüsselten Namen. Jetzt ist auf einmal, wenn die Geldscheine wieder zur Bank kommen, fällt der Bank auf, ups, ich kann ja hiermit das entschlüsseln, der Herr Müller-Quade hat Double Spending gemacht. Gut, warum erzähle ich das alles? Einmal, weil es wie Magie ist, dass das überhaupt geht. Anonymes Bargeld in elektronischer Form mit Double Spending unmöglich. Aber ich erzähle das auch, weil ich eben mit Juristen darüber sprechen will, was das eigentlich heißt. Denn im Falle einer Entführung ist normalerweise die Geldübergabe der Moment, wo die Entführer üblicherweise geschnappt werden. Aber digitales Geld auf einmal ermöglicht das perfekte Verbrechen. Sie sagen, hier, ich schicke Ihnen einen Schlüssel, anonym. Wir haben auch anonymes Schicken gemacht. Das war vielleicht trickreich, dass ich das jetzt an dieser Stelle in verbrecherischem Kontext bringen kann, dass das wichtig ist, dass man Dinge auch anonym verschicken kann. Jedenfalls verschicken wir anonym einen Schlüssel und sagen, damit verschlüsselt möchte ich bitte morgen in der Frankfurter Zeitung oder in einer anderen Zeitung einen Geldschein abgedruckt kriegen. Den werde ich dann abtippen, entschlüsseln und dann kann man damit eben tatsächlich alle Risiken der Geldübergabe vermeiden. Was wir also doch irgendwie brauchen, ist so etwas wie nummerierte Scheine. Irgendwie müssen wir das sicherstellen, dass das Geld vielleicht dann doch nicht so anonym ist. Eine Möglichkeit wäre, wir geben jedem Schein, den wir digital ausgeben, außerdem noch verschlüsselt mit einem Public Key, es kommt alles wieder, was ich im Vorfeld hatte, verschlüsselt mit einem Public Key meinen Namen mit. Und jetzt ist tatsächlich, was die Auswirkungen angeht von meinen jetzt nummerierten Scheinen, die nicht mehr ganz so anonym sind, die Auswirkungen hängen davon ab, wessen Public Key ist denn das? Ja? Ist das so eine Art Public Key der Polizei? Ist es ein Public Key, der irgendwelchen Richtern zugeordnet ist? Oder ist es vielleicht mein eigener Public Key? Was würde das bedeuten? Wenn es der Public Key der Polizei ist, erleichtert das die Strafverfolgung, aber auch eben die Verfolgung von Schwarzgeld, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, all diesen Dingen. Wenn es der Public Key eines Richters ist oder wenn dieser Public Key vielleicht verteilt bei mehreren Richtern liegt, sodass sie alle zusammenlegen müssen, um den Schlüssel zu rekonstruieren, dann ist eine Verfolgung vielleicht nur noch bei konkretem Tatverdacht möglich. Die Polizei kann nicht einfach mal mehr so ermitteln, sondern man muss tatsächlich konkret fragen, können wir hier mal bitte etwas entschlüsseln. Oder vielleicht wollen wir haben, dass es der eigene Public Key ist. Hier ist Verfolgung nur möglich, wenn ich einwillige, denn ich habe den Secret Key. Das führt zu etwas, was man Blame Shifting nennt. Das heißt, wenn irgendwo dieses Geld aufgefunden wurde und es kommt der Verdacht auf, dass das mit einem Verbrechen zusammenhängt, dann kann ich sagen, freiwillig einwilligen, kann ich sagen, ja, hier ist mein Schlüssel, Sie werden sehen, das ist nicht mein Geldschein. Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, soll ein unbemerktes De-anonymisieren für die Verfolgung von Schwarzgeld möglich sein? Oder soll einfach nur jeder in die Lage versetzt werden, seine eigene Unschuld
beweisen zu können. Was wollen wir? Technisch ist jede dieser Möglichkeiten machbar. Aber was ist Recht? Was wir für unsere Gesellschaft wirklich wünschen, das würden wir eben gerne mit Ihnen Juristen klären.